Wir haben uns oft schon mit kleinen und kleinsten Fischen unterhalten. Aber heute wechseln wir mal ganz das Thema. Heute nehmen wir mal nicht einen großen oder einen größeren. Nee, heute nehmen wir mal den größten, was wir uns überhaupt im Aquarium vorstellen können. Also das ist schon ein verrückter Riesenkillerfisch. Der Rotschwanz-Antennenwels wird oft im Handel als ganz kleiner Fisch angeboten, ist dann oft 4-5 cm, sieht sehr attraktiv aus, sieht er ja auch noch aus, wenn er größer ist wie jetzt. Aber hier mit 20 cm wird er ja theoretisch auch noch in viele Aquarien reinpassen. Aber vertut euch mal nicht, der wird schon ziemlich groß und ist ein Raubwels. Sag ich mal, Angler mögen den, man kann den auch essen, aber die mögen den als schönen Sportfisch, den man beim Angeln richtig lange mit kämpfen und überlisten kann, bis man den hat. Aber sich dazu hinreißen lassen, diesen Fisch ins Aquarium zu setzen, da sollte man doch mehr als nur einmal überlegen. Und man sollte auch die richtigen Gegebenheiten für den Fisch zeigen. Also dieses Aquarium ist sicherlich hier für die kurze Übergangszeit absolut richtig, aber und okay. Hinten sind auch noch ein paar kleinere drin, kann man natürlich noch kleiner haben. Aber ein Fisch, der weit über einen Meter wird, wächst natürlich in einer ziemlichen Geschwindigkeit. Das nächstgrößere Aquarium sollte schon bereitstehen und auch das Aquarium für die Endgröße. Oder wenn man sich so einen Fisch anschafft, sollte man sich auch überlegen, was mache ich damit, wenn er mal 2, 3, 4, 5 Jahre ist, kann ich den überhaupt halten? Und beim Halten fangen wir dann an, ja klar, jeden Fisch der Größe im 200-400 Liter Aquarium jetzt. Aber die Jetztzeit ist nur jetzt. Der wächst immer weiter und eines Tages wird der Fisch, wenn er klein bleibt, 1 Meter, wenn er groß wird, 1,50 Meter oder irgendwas dazwischen. Die meisten werden aber zwischen 1,10 und 1,35. Man hat auch Geschichten vom 2-Meter-Fisch gehört, aber ich denke mal, das ist so ein bisschen Anglerlatein. Aber ein Fisch, der über 1 Meter wird, kann ich nicht mehr im 100, im 500, im 1000 Liter Aquarium halten. Wenn er 1 Meter lang ist, sollte der schon 4 Meter Schwimmraum zur Verfügung haben. Also alle anderen, die kein 4 Meter Aquarium haben, müssen jetzt nicht unbedingt abschalten, sondern man kann sich ja auch mal anhören, was es noch gibt oder wie weit ich mein Hobby ausbauen kann. Ja, der Rotflossen-Antennenwels zählt zu den Raubwelsen. Raubwels sagt natürlich alles. Das heißt, der raubt alles, was nicht Niet- und Nagelfrist ist. Also alle Fischgesellschaften, die wir bisher kennen oder beschrieben haben, gehören auf alle Fälle bei ihm zur Ernährung und nicht zu Begleitfischen. Fische, die in seinem Aquarium sind, dürfen nicht ins Maul reinpassen. Das heißt also, man guckt, wie groß der Kopf von dem Fisch ist. Wenn der so groß ist, sollte am besten alle Fische, die da drin sind, so groß sein. 50% größer wie der Kopf, kann also nicht mehr runterschlucken, kann also nicht beschädigen. Aber da gibt es dann nur noch eine geringe Auswahl. Bei der Ernährung ist er gar nicht wählerisch. Ist ein lauer Jäger, das heißt, am liebsten liegt er irgendwo unter einem Baumstamm und wartet darauf, dass irgendjemand vorbeischwimmt, so in Flüssen, Kanälen, Seen, wo er drin vorkommt. Zu Hause in Südamerika, so das große Amazonasbecken, das ist ja vielseitig, die ganzen Zuläufe und, erlebt er überall. Und überall schön versteckt und wartet, dass jemand vorbeikommt. Und wer dieser jemand ist, ist ihm ziemlich egal. Hauptsache, dieser jemand passt irgendwie ins Maul. Das heißt, das geht also los von dem kleinen Mäuschen, was vielleicht mal irgendwo runtergefallen ist und im Wasser treibt, bis zu natürlich ganz vielen Fischen, die vorbeikommen, aber auch alles an Würmer, an Käfern, was im Wasser fällt. Der Vogel, der vielleicht badet, die Ente oder ein Tauchvogel, der Fische jagt, der gerade vorbeikommt, der wird einfach weggeschnappt. Aber auch andersrum, wenn da irgendwelches an Grünzeug vorbeikommt, also so ein großer Fisch, der 1 Meter groß ist, der schluckt auch einfach einen Apfel runter. Das ist dem ziemlich egal. Hauptsache, das ist irgendwie verdaubar und alles, was verdaubar ist, frisst er. So sollte natürlich auch seine Ernährung sein, wenn wir den zu Hause haben. Schön abwechslungsreich. Viele sagen Raubwels, Raubwels braucht Fleisch. Ja, beim Löwe, beim Tiger sollen wir Fleisch geben, richtig. Aber auch Innereien, also ihr wisst schon, wo ich hin will. Also nicht nur Fleisch füttern. Und Fleisch gibt es in der Natur auch für so einen Raubwels, aber schwerpunktmäßig sind unter Wasser in der Natur Fische und Wurmgetier.
Und so sollte man auch die Ernährung umstellen. Also ich kenne ganz viele Leute, die füttern ihre Fische immer nur mit Fleisch, mit Rinderherz oder Ähnlichem. Halte ich persönlich nicht für richtig. Abwechslung muss sein. Da muss also auch Obst und Gemüse mit rein. Und der Anteil an Fleisch würde ich immer auf etwas wenig halten. Vorrangig also mehr im Fischbereich die Ernährung suchen. Jetzt kommt der außergewöhnliche Haltungscheck. Also sonst habe ich gesagt, ein Aquarium sollte 1 Meter, 1,20 Meter sein. Aber beim Fisch, der 1 Meter, 1,20 Meter, 1,50 Meter wird, ist das natürlich ganz anders. Also man sagt, laut Beschreibung wird er bis 1,35 Meter. Angler erzählen euch da ganz sicherlich was anderes. Aber gehen wir mal einfach von der Größe aus. Dann braucht er eben ein Aquarium, was 4, 5, 6 Meter lang ist und die dementsprechende Tiefe natürlich hat. Eignet sich sicherlich der Swimmingpool, wenn ihr also draußen einen Swimmingpool habt, den ihr, und dann sind wir bei der Temperatur, ständig auf 20 bis 26 Grad halten können. Dann kann man den auch im Swimmingpool halten und ist natürlich dann super spannend. Man geht dann mit seinem Fisch schwimmen. Die werden übrigens ganz zahm, wenn man die aus der Hand füttert, lassen die sich auch streicheln und nehmen alles wirklich schön aus der Hand. Ist natürlich ganz spannend, aber eben den Platz müssen wir haben. Wie alt der Fisch wird, da ist überhaupt nicht schriftlich irgendwo überliefert. Geschätzt, gefühlt, würde ich sagen, macht so ein Fisch locker 30, 40 Jahre. Werden andere, zum Beispiel europäische Welse auch. Aber ich habe in der Literatur darüber noch nichts gefunden und auch noch nicht von Kunden gehört, wie alt er wird. Ich habe viele Freunde, die riesengroße Aquarien haben, die ein Tier schon ganz viele Jahre pflegen. Aber dass einer an Altersschwäche gestorben ist, habe ich immer noch nicht gehört. Geschlechtsreife, auch anders, sonst sage ich immer, 1, 2, 3, 5, 6 Monate werden die geschlechtsreif. Also so die Erfahrung zeigt, ab 80 cm Länge. Wann der 80 ist, hat sicherlich mit der Menge, mit der Art der Fütterung zu tun. Der Temperatur natürlich, wie er ernährt wird, abwechslungsreich. Mästen ist eh nicht gut. Ein gemästeter Fisch wird wohl schneller groß, ist aber meist anschließend dann zuchtunfähig, hilft uns also gar nicht. Er macht seine Brutpflege, passt super gut da auf. Also ich sag mal, wenn die wirklich Eier im Aquarium, sei es noch so groß, legen, sollte man nicht mehr mit der Hand reingehen. Der wird dann außergewöhnlich aggressiv, der verteidigt seine Ecke auf alles, der geht auf alles dran. Und wenn der beißt oder sticht, dann tut das nicht nur ein bisschen weh, sondern das sind Verletzungen, die womöglich im Krankenhaus behandelt werden müssen. Futter habe ich gesagt, Allesfresser, Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, alles was kommt. Herkunft Südamerika, damit ist das Klima klar. Temperatur 20 bis 26 Grad, der kann aber auch 30 vertragen. Aber wie bei allen Tieren, wenn wir die im hohen Temperaturbereich halten, wachsen da schneller, wenn ausreichend Frischwasser da ist. Aber die Lebenszeit des Tieres wird sich dann auch automatisch etwas verkürzen. pH-Wert so ab 6 bis 7,5, so in dem Bereich, alles kein Problem. Die Härte so nach Möglichkeit unter 10, aber langsam dran gewöhnt, geht es auch bis 15. Ich denke mal, ein spannender Fisch, nur eure Aquariengröße, da müsst ihr noch ein bisschen dran arbeiten. Also den Wels sollte man nicht einfach anfassen, denn hier oben in den Rückenflossen hat er 6 ziemlich spitze Stacheln. Das heißt, den einfach greifen oder die Seitenflossen in der Hand zu nehmen, so kann wirklich böse Verletzungen geben. Je größer der Fisch, umso stärker wird er natürlich. Der wird super kräftig. Wenn der mal einen Meter groß ist, kann man den kaum als erwachsener Mann alleine handeln. So klein geht er noch. Trotzdem sollte man auf diese gefährlichen Stacheln immer Rücksicht nehmen und den niemals, wenn es geht, mit Netz fangen, sondern besser ist mit einem Glasaquarium oder Kunststoffaquarium, ein transparentes, ganz langsam hin und ihn vorsichtig reintreiben, um ihn nicht zu jagen, dass er keinen Stress kriegt und schießt auf einmal durchs Becken. Oder er beschädigt sich dann dadurch, weil er einfach in einer Wüstenaktion womöglich aus dem Aquarium springt. Dafür dann also auch der Abstand zur Oberfläche ziemlich geräumig lassen, dass er da nicht einfach raushüpft. Oder natürlich mit ordentlichen Scheiben abdecken. Der Fisch kann, wenn er erwachsen ist, bis 50 Kilo wiegen. Und wenn 50 Kilo mal durch die Decke wollen, dann muss da oben auch schon was drauf liegen, dass 50 Kilo dann nicht rauskommen. Ja, ich glaube, ich habe euch heute mal einen ganz interessanten Aquarienpflegling, den vielleicht nicht für jedermann, nicht fürs Gesellschaftsaquarium, nicht, ja Gesellschaft, große Gesellschaft, okay, nicht für das Pflanzenbecken, wenn der einmal so macht, ist keine Pflanze mehr da, wo es vorher war.
Die Steinaufbauten sollten natürlich alle stabil sein, wenn die da sind. Unterstände müssen sein. Das heißt, das wird schon ein super uriges Aquarium. Das ist mit Sicherheit spannend, nur so ein Fisch. Aber wie gesagt, da muss man natürlich ein bisschen mehr Platz für haben und Spaß dran haben, mal so einen zu haben. Das ist so die andere Art der Aquaristik. Die Aquarien, die wir am meisten zeigen, sind Gesellschaftsaquarien, die harmonisch sind, mit Wasserpflanzen, mit schöner Deko. Hier ist mehr das Individuum. Das war früher also viel mehr, die Aquarien. Man hatte einen Fisch, der hatte einen Namen und der gehörte einfach zur Familie. Da wird der Rotflossen-Antennenwels auf alle Fälle zuzählen. Aber wenn ich das harmonische Aquarium haben will, müsste ich zu was anderem tendieren. Aber ich finde diese Fische natürlich toll, die haben was, die kann man beobachten. Da kann man trotzdem stundenlang vorsitzen, den füttern, zugucken, wie auf der Birsch sitzt. Und so, wie ihr sicherlich auch immer auf der Birsch sitzt und darauf wartet, dass das nächste Video kommt. Und ihr wüsstet ja mittlerweile, alle 3 Tage spätestens kommt ein Video, manchmal auch schon nach 2 Tagen, 3 die Woche. Und ich bin total begeistert, dass ihr immer dabei seid und wir immer ein tolles Video zusammen machen und ihr so schöne Kommentare schreibt. Ich gehe jetzt in die Wohnung, setze mich am Rechner und warte auf eure Kommentare. Ihr habt bestimmt was zu schreiben. Wir sehen uns.